ja schön. Ich liebe Blau. Und ich krieg eine blaue Torte. Ist ja cool. Ich mag rosa am meisten und meine Torte ist rosa mit Erdbeeren. Wow, wie cool. So schön bunt. Wieso krieg ich was Schwarzes? Hoffentlich schmeckt das. Das wirst du ein bisschen später erfahren. Okay. Aber ich fange erstmal an. Meine Torte ist mit Glotzern dekoriert. Die sind voll witzig. Außerdem schmecken die gut. Solange du beschäftigt bist, nehmen wir uns ein paar davon. Hey, hey, Finger weg. Das ist meine Torte. Und meine Glotzer. Wagt es ja nicht. Ist ja gut, schrei nicht so. Was erlaubt ihr euch? Das sind meine Leckereien. Die verschwinden ja voll schnell. Was für eine Geschwindigkeit. Das schmeckt einfach herrlich. Ihr werdet aber nie erfahren, wie lecker das war. Okay, hier kommt das letzte Stück. Ich liebe es. Wie schaffst du das so schnell? Schaut mal, als hätte ich ein drittes Auge. Wow, sieht ja wie echt aus. Okay, damit bin ich fertig. Jetzt kommt die Creme. Oh, ist das toll. Ich weiß auch schon, wie ich das schnell schaffe. Schaut her. Oh, da wird mir ja schwindelig von. Mir auch. Okay, die Creme habe ich fertig. Schau dir das an. Das war lecker genug. Den Rest schmeiße ich weg. Okay, wenn du fertig bist, komme ich jetzt dran. Hoffentlich schmeckt das. Auch trotz der Farbe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nein, nein, ich sag's dir. Die Torte schmeckt super. Und wieso isst du dann den schwarzen Brokkoli nicht? Na, weil ich Brokkoli hasse. Aber die Torte an sich ist okay. Ach, was du nicht sagst. Den Regeln nach musst du aber alles essen. Jetzt hab dich doch nicht so. Das war lecker. No. Ich hab nicht vor, den Brokkoli zu essen. Na gut. Dann gehen wir die Sache ein bisschen anders an. What? Schau mal, was ich habe. Mach den Mund auf. Ich helfe dir. Ich will nicht. Na komm schon, für die Mama. Das ist voll eklig. Na komm schon, noch für den Papa. Nein, das reicht. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich hasse Brokkoli. Hast du gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich habe da eine coole Idee. Ich werde mich für meinen Brokkoli rächen. Wieso stinkt denn deine Torte so sehr? Das ist doch nicht möglich. Die kann nicht stinken. Was hast du angerichtet? Wieso? Hoho, jetzt ist dein Gesicht voller Erdbeeren. Und voller Creme. Ja und? Das schmeckt voll toll. Jetzt bin ich genauso süß wie meine Torte. Können wir auch einmal in deine Torte abtauchen? Nein, die gehört nämlich mir. Oh Mann, wir werden wohl abwarten müssen. Sieht so aus. Och, Menno. Oh, was für ein cooles Ding. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Hier ist alles klar. Ich habe einen Kaugummiautomaten. Da freue ich mich. Ich habe auch einen Kaugummiautomat. Aber meiner ist viel größer. Unglaublich. Okay, solange du beschäftigt bist, versuche ich, mir einen Kaugummi rauszufischen. Es hat geklappt. Beim ersten Mal kriege ich schon einen Jackpot. Wenn das nicht cool ist. Aber wieso kriege ich nur einen Kaugummi? Ich will mehr.
Lecker, Schmecker? Ich werde wohl mehr solcher Jackpots gebrauchen. Hey, was für ein blöder Automat. Wieso will das Ding nicht? Was soll ich tun? Ich habe da eine Idee. Ich brauche einen Hammer. Soll das etwa ein Hammer sein? Sieht wie ein Zahnstocher aus. Na, lacht ihr immer noch? Was sagt ihr dazu? Jetzt pass mal auf. Oh mein Gott. Gib mir deine Kaugummis. Ist alles in Ordnung? Leben noch alle? Das ist voll toll. Jetzt kann ich meine Kaugummis genießen. Die schmecken so gut. Schaut mal, die sind mega elastisch. Du meine Güte. Susies Kaugummis sehen wirklich toll aus. Jetzt will ich aber auch welche. Wenn ich nur wüsste, wie das geht. Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Ich schaff das nicht. Du kannst ja gar nichts. Das muss man langsam und vorsichtig tun. Wieso so schnell? Ich zeig's dir. Vorsicht. So in etwa. Der Kaugummi gehört in das Loch hier. Das war's auch schon. Ah, du brauchst mir nicht zu danken. Aber du könntest mir schon ein paar dieser Kaugummis geben. Och, das kannst du vergessen. Die gehören mir. Gib her. Wow. Das machst du ja richtig toll. Und du musst es ja nicht einmal den Automaten bewältigen. Zack hat alles für dich gemacht. So bedankst du dich also bei mir? Na gut. Ich habe selber noch eine ganze Portion. Ich muss bloß eine Münze in meinen Automaten einwerfen. Gleich habe ich meine Kaugummis. Das ist ja toll. Ich habe gleich so viele bekommen. Was sind noch so viele übrig? Das war lecker. Mädels, ich glaube, jetzt wird es Zeit für eine Kaugummiblase. Ich werde die größte Kaugummiblase überhaupt machen. Oh, meine Güte. Ich glaube, die ist viel zu groß. Schaut her. Er hebt ab. Halt ihn fest. Wo willst du hin? Hilfe! Oh je. Hilfe! Das war ja lustig. Ich glaube, er kommt zurück. Der Flug war ganz in Ordnung. Wie siehst du denn aus? Deine Hose ist dort hinten. Eine Stecknadel? Was sollen wir damit? Keine Ahnung. Oh, schaut mal. Ich glaube, uns erwartet was Leckeres in diesen Ballons hier. Ich probiere es als Erste. Okay, here we go. Es geht los. Unglaublich, das ist ja besser, als ich erwartet habe. Das sind Skittles. Cool, so viele. Einfach mega lecker. Ich will alle Bonbons auf einmal. Wie lecker. Super. Zack, jetzt bist du dran. Dieser Aufschrift nach erwartet mich ein Schokosirup. Der schmeckt am besten mit Waffeln. Also habe ich schon eine Waffel parat. Oh nein, wieso musste alles auf mir landen? Du hättest deine Waffel etwas mehr links halten sollen. Haha. Aber wisst ihr, was cool ist? Mein Schokoschnurrbart. Oh Mann, du siehst so kindlich aus. Oder vielleicht wie ein Kätzchen. Das ist gar nicht witzig. Ach, ihr Langweiler. Ich esse noch meine Waffel. Und was soll ich tun? Ich will keine Fanta-Dusche. Ich
Ich trinke meine Fanta einfach aus dem Ballon. Das ist mega lecker. Hey, was schaut ihr mich so an? Hey, das ist meine Fanta. Geizhals, dir werden wir eine Lektion erteilen. Ich habe eine Idee. 1, 2, 3. Was hast du angerichtet? Ich bin jetzt nass. Ja, beim nächsten Mal teilst du mit uns. Hallo nochmal an alle. Ich werde euch die Spielregeln erklären. Die Kinder verstecken sich in den Kisten und ich versuche sie zu finden. Ich bin mir sicher, die wird mich niemals finden. Ich verstecke mich perfekt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Selbst wenn ich erwischt werde, gebe ich nicht so einfach auf. Mami, ich habe solche Angst. Was ist da los? Oh, ich mache einfach ein Loch. Jetzt sehe ich wenigstens was. Alles unter Kontrolle. Ich bin hier sicher. Ich sehe das Ziel. Ich suche das Ziel. Oh nein, bloß nicht das. Ihr habt nicht gesehen. Ich sehe keine Augenbewegung mehr. Das Ziel ist verloren. Ich versuche, dieses Kästchen hier anzukreuzen. So ist es gut. Wenn da jemand drin ist, ist er ausgeliefert. Ach du meine Güte, da habe ich gerade noch so Glück gehabt. Ich werde so leise wie möglich sein. Und atmen werde ich auch nicht. Ich habe Angst. Diese Box ist zerstört. Sie ist leer. Das war das falsche Ziel. Ich muss weitersuchen. Zeit, ein neues Werkzeug auszuwählen. Diesmal nehme ich eine Wasserpistole. Das ist eine tolle Farbe. Oh nein, bitte nicht ich. Ich bin wirklich nervös. Oh mein Gott, es ist eine Waffe. Letztes Mal hatte ich Glück gehabt. Ich hoffe, diesmal werde ich es auch überleben. Jetzt ist Schluss mit lustig. Diesmal ist es mein Ernst. Ich suche nach dem nächsten Ziel. Aha, die Kiste wackelt. Feuer, Feuer, Feuer. Nimm das, nimm das. Nein, nein, bloß nicht ich. Sie hat mich gefunden. Hände hoch, Hände hoch. -1, das sind die Spielregeln. Zeit für die nächste Waffe. Dynamit? Nein. Ein Wasserballon? Nein. Weiter suchen. Aha, Laserbrille ist gut. Jetzt mal anprobieren. Steht mir perfekt. Ich gehe raus auf die Jagd. Hey, wieso funktioniert das nicht? Ups, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ist gut so. Oh Mann, das riecht gar nicht gut hier. Was für ein Albtraum. Sie hat eine Laserbrille. Diese Kisten waren leer. Das macht nichts. Ich suche weiter. Bloß nicht das. Sie kommt auf mich zu. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Ich rufe den Rettungsdienst. Die werden mich rausholen. Leute, seid nicht still. Ich will euch wirklich sehen. Ich glaube, da ist jemand in der Kiste. Oh, scheiße, kein Signal hier. Lucy, wie geht es dir? Hilft mir, ich habe solche Angst. Hört ihr mich? Ich bin in der Kiste. Ich glaube, du solltest nicht so schreien. Ah, wieso nicht? Tut mir leid, Lucy, aber ich muss dich loswerden. Oh nein, bloß nicht das. Wer ruft mich an? Ich höre, da ruft jemand an. Feuer. Hallöchen, schön, dich zu sehen. Ups. Lucy, ich habe so lange nach dir gesucht. Neue Runde, neue Waffe. Diesmal dieser Hammer hier. Oh, das tut weh. Ich habe mir in den Finger gebissen. Die Kiste bewegt sich. Ich glaube, ich habe ein neues Ziel. Oh nein, sie hat mich gehört. Sie kommt immer näher. Ich bin schon da. Ich muss hier los. Hurra, ich habe ein Loch gemacht. Das ist meine letzte Chance.
hab ich dich. Nimm das und das und das ist für dich. Diese Box war leer. Aber sie hat sich doch sicher bewegt. Hab ich was verpasst? Ich suche weiter. Ich bin tatsächlich entkommen. Ich muss mir dringend eine neue Schachtel suchen. Die hier ist gut. Ich habe sie geöffnet. Großartig. Jetzt kann ich es mir bequem machen. Oh, da ist doch jemand. Hallöchen, wer bist du denn? Bombe oder Kuchen? Kuchen oder Bombe? Ich denke, die Wahl ist offensichtlich. Diesmal werde ich es richtig krachen lassen. Bewegungssensor eingeschaltet. Hey, rutsch ein bisschen. Wir müssen zusammenarbeiten, sonst werden wir beide gefunden. Bewegung erkannt. Ich kann das Ziel sehen. Jetzt muss ich die Bombe platzieren. Aktivieren, Flugbahn festlegen, Feuer. Was ist das denn? Das ist eine Zeitbombe. Wir werden beide sterben. Ich schätze, ich habe mich nicht geirrt. Minus zwei auf einmal. Was für ein Glück. Wir haben verloren. Was war das? Ich weiß es nicht. Aber ich muss mich wieder verstecken. Lauft um euer Leben. Ich fürchte, das ist sinnlos. Wir sind immer noch im Spiel. Wo sind wir? Ich glaube, wir haben es geschafft, ihr zu entkommen. Wir müssen uns verstecken, bis sie uns einholt. Ich werde mich hier hinten verstecken. Hoffentlich findet sie mich nicht. Oh mein Gott! Ich komme nicht so hoch. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Die wird mich finden. Was soll ich tun? Ach so, Pinsel und Farbe? Ich habe eine Idee. Kommt her, ich habe mir was einfallen lassen. Oh. Wir müssen einander anmalen, dann können wir uns tarnen. Das ist eine geniale Idee. Sie wird uns niemals finden. Wir werden einfach verschwinden. Hey, Leute, habt ihr mich vermisst? Ich bin schon da. Ich will euch sehen. Seltsam, sieht so aus, als wäre der Raum leer, aber ich gebe nicht auf. Es ist Zeit, eine neue Waffe zu wählen. Diesmal dieser Wasserballon. Ich habe eine Überraschung für euch. Kommt raus, seht euch das an. Niemand antwortet mir. Bewegungsmelder aktivieren. Es scheint geklappt zu haben. Schauen wir mal, was wir hier haben. Keine Bewegung entdeckt. Weiter geht's. Endlich kann ich ausatmen. Ich konnte es kaum ertragen. Bewegung fixiert. Ich hab dich. Der Wasserballon geht an dich. Oh nein, bitte nicht das. Ich will noch weiterspielen. Ich bin jetzt nass. Gib mir eine zweite Chance. Großartig. Zwei Spieler übrig. Das ist toll. Hey, wacht auf. Zeit, auf die Jagd zu gehen. Wer wird wohl der Glückspilz sein? Ich werde dich noch finden. Sieht so aus, als wäre sie vorbeigegangen. Hurra! Das Glück ist auf meiner Seite. Etwas sagt mir, dass das Ziel irgendwo in der Nähe ist. Von der anderen Seite schauen wir auch noch. Sie hat mich nicht gesehen. Ich glaube, ich rieche etwas. Es kommt aus dem Pool. Aha, ein Stinkefuß. Ich werde gleich ersticken. Ich denke, das ist mein nächstes Ziel. Auf geht's, Freunde. Oh nein, das sind Kakerlaken. Ich habe Angst vor denen. Schafft die sofort weg, ich bitte euch. Oh Mist. Hey, Teddy, lange nicht gesehen. Das war's wohl. Tut mir leid. Du hast verloren. Und das hier ist der Nachtisch. Betty, ich werde dich finden. Ich sehe nichts. Wir gehen weiter. Keine Bewegung fixiert. Was riecht hier so seltsam? Wobei, ich habe mich geirrt. Oh, sie ist weg, Gott sei Dank. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Ich habe eine Idee. Ich muss ihr was vortäuschen. Sie wird auf jeden Fall drauf reinfallen.
Die verstecke ich hinter der Mauer und ich gehe zurück. Wer ist denn da? Das ist Betty. Was für eine Dummheit. Sie ist in Sichtweite. Das war's, das Spiel ist vorbei. Du wurdest erwischt. Viel Spaß mit der Torte. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Seltsam, warum reagiert sie nicht? Das war ich gar nicht, das war meine Kopie. Systemstörung, Systemstörung, Kurzschluss. Ich habe gewonnen, juhu, ich habe gesiegt. Sieht so aus, als ob das Portal mich nach Hause bringen wird. Macht's gut, ihr Loser. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ah, ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ah, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lass sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Hm, wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola. Mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow, da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch.
Ach du meine Güte, das ist ja so eine Art Sirup. Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich ist es eine Torte. Ist das köstlich? Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwas schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh, wow! Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mach Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war. Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Ach, das alles ergibt einen tollen Teig. Ach, rühren mit der Hand ist doch voll oldschool. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben. Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben?
Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Ah, die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein. Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Ach, Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Ah, tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe. Emma mag Beeren, also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ah, ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Sie noch nicht einmal Hunde essen so einen Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte drauf gebe. Wie wär's da mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosoße. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme ja auch noch etwas Schokosoße. Und schon sind das kleine Gesichter. Oh, tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch nur, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich hab doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen wird. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich hoffe, die Torten werden uns gefallen. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, wow, Erdbeeren. Das Spiel hat erst begonnen, aber mir gefällt es bereits. Es wird Zeit, dass ich meine weiße Torte mit diesen roten Erdbeeren verziere. Voll cool! So ist gut. Hey, bewirf uns nicht! Wieso tust du das? Sorry, ich war einfach abgelenkt. Ich konnte an nichts anderes denken. Oh mein Gott, das ist einfach köstlich. Ich will meine Torte auch so schnell wie möglich probieren. Ich frage mich, was ich bekommen werde. Was? Fisch? Aber der ist doch voll eklig. Da liegst du richtig. Oh, der Geruch ist ja fürchterlich. Es wird Zeit, dass ich mir eine Gasmaske zulege. Wie soll ich das Zeug denn essen, wenn ich noch nicht einmal in der Nähe sitzen kann? Wen interessiert wie? Beeil dich einfach. Das ist einfach nicht zu ertragen.
Schreit mich nicht an, ich versuche ja schon schneller zu sein. Oh Mann, ich muss die Maske abnehmen. Ich habe noch nicht einmal was probiert, aber ich muss jetzt schon kotzen. Mädels, haltet mich fest. Mir wird schlecht. Boah, das müssen wir dringend loswerden. Das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Oh, danke, dass ihr mir geholfen habt, das Ding loszuwerden. Okay, Daisy, jetzt bist du dran. Bitte, 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 ich will was Leckeres. Wow, das sind ja Gummibärchenwürmer. Euch Glückspilz. Ihr kleinen Würmchen, ihr kommt auf mein Törtchen. Das sieht köstlich aus. Genau das tut es. Ich will auch was abbeißen. Mach dir keine großen Hoffnungen. Oh, wow. Schaut euch diesen Wurm an. Der passt nicht mal auf die Torte. Was soll ich tun? Ich muss mir was einfallen lassen. Nein, das sieht hässlich aus. Soll ich den vielleicht in Stücke schneiden? Das klappt nicht. Susie, kannst du mir helfen? Natürlich doch. Sieh, fester, fester. Oh nein, doch nicht so fest. Sieht so aus, als würde Daisy ihren Kuchen wohl nicht mehr brauchen. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihre Torte probiere. Yeah. Diesmal drücke ich als Erster auf den Knopf. Okay, es kann losgehen. Oh ja, das sind ja Kinderüberraschungseier. Irgendetwas sagt mir, dass meine Torte köstlich schmecken wird. Ich will sie so schnell wie möglich probieren. Kommt her, ihr Überraschungseier. Und das größte Ei kommt natürlich auf die dritte Schicht. Gibst du uns was ab? Von wegen. Das hier gehört mir alleine. Und die Überraschung im Schokoei sind bunte Streusel. Wie cool ist das denn? Oh, das muss sicher lecker sein. Schmeckt's dir? Schmeckt's dir? Aber natürlich doch. Ich will jetzt meine gesamte Torte mit diesen bunten Streuseln hier bedecken. Oh, diese Farbkombination macht mich verrückt. Jetzt wird's Zeit für das große Ei. Unglaublich toll. Na, schmeckt's dir? Total. Mir fehlen einfach die Worte. Hoffentlich habe ich genauso viel Glück. Oh, wow, ich krieg Erdbeermarmelade. Ich liebe Erdbeermarmelade. Das Wichtigste ist hier das Maß. Bloß nicht zu viel davon, sonst wird's zu süß. Boah, was für ein schweres Glas. So ist gut. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht nach einem Zuckerschock aus. Das ist doch voll cool. Probier was. Meint ihr? Okay. Das schmeckt einfach super. Ich will auch endlich auf den Knopf drücken. Na los, Kate. Drück drauf. Cola und Mentos? Aber wie soll ich auf einer Torte Cola und Mentos kombinieren? What? Das ist doch purer Blödsinn. Wie soll das gehen? Wobei, ich habe eine Idee. Ich werde die Torte nicht gleich übergießen. Ich werde aus dieser Cola-Flasche einen Cola-Brunnen machen. Sei bitte vorsichtig, wir wollen nicht nass werden. Oh no! Macht euch keine Sorgen, das wird schon. Ist ja cool, ein echter Springbrunnen. Oh Mann, ich dachte, das wäre schlimmer.
Tatsächlich. Ich dachte, alles würde explodieren. Ihr Angsthasen. Übrigens, das schmeckt gut. Was für eine schöne Puppe. Die ist gleichzeitig Puppe und Kuchen. Meine Puppe ist rosa und ich liebe rosa. Mal sehen, was ich bekomme. Oh, wow. Ich krieg eine rosa Torte mit rosa Eiscreme. Das ist doch wirklich die beste Kombination. Wow. Mädels, sowas passiert eindeutig nicht jeden Tag. Oh, ich habe eine Idee. Passt mal auf. Ich lasse das Eis schmelzen und schütte das hier ein. Hä, Kate, was machst du da? Ja, was soll das? Passt mal auf. Hier kommen noch bunte Streusel mit rein. Hm, coole Idee. So wird deine Torte sicher noch schöner. Du sagst es. Und jetzt pass mal auf. Na, gefällt dir das Kleid meiner Prinzessin? Das wird leider nicht lange so bleiben, denn ich werde alles aufessen. Wow. Wünscht mir guten Appetit. Kate ist so köstlich. Ich will auch was. Was? Toxic Waste? Aber das sind doch mega saure Lutscher. Ich habe sie persönlich noch nie probiert. Vielleicht irre ich mich ja auch. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Das ist wirklich mega sauer. Gefällt mir gar nicht. Nein, ich habe keine Lust. Du musst aber, das sind die Regeln. Stell dir vor, wie hübsch dieses Puppenkleid aussehen wird, wenn du die ganzen Bonbons da reindrückst. Okay, ihr habt recht. Hoffentlich werde ich das überstehen. Na los, Susi, na los, na los, na los. Oh nein, das ist einfach furchtbar. Mädels, das ist einfach unerträglich. Ich krieg einen Krampf. Ich hätte das nicht tun müssen. Komm schon, das hat doch Spaß gemacht. Jetzt bin ich dran. Oh nein, bloß kein Senf. Der wird doch meinen Kuchen ruinieren. Ha, ganz genau. Der wird ihn scharf machen. Wird dir gefallen. Oh, wieso seid ihr so gemein? Vielleicht kann ich das zumindest hübsch machen. Das Kleid gefällt mir gut. Jetzt wird's Zeit, das zu probieren. Na, schmeckt's dir? Nein, das ist mega scharf. Ich brenne. Hilfe, Hilfe, ich brauche dringend was Kaltes. Mach dir keine Sorgen. Ich habe hier eine Kühlbox mit Eiswürfeln für Notfälle. Könnte dich retten. Oh, vielen Dank. Hat wirklich geholfen. Oh nein, hier kommt die zweite Welle. Oh mein Gott. Susi, überschütte sie einfach mit diesen Eiswürfeln. Das war's auch schon. Gleich 10 Chilis. Oh nein. Mir macht selbst die eine hier Angst. Ihr habt meine Portion noch nicht gesehen. 100 Stück, du meine Güte. Hey, reißt euch zusammen. Wir können das schaffen. Gleich zeige ich es euch. Das war's auch schon. Oh nein! Ich habe mich zu früh gefreut. Monika, du bist an der Reihe. Yes. Wenn du darauf bestehst, Emma. Vor allem, weil ich eine gute Idee habe. Ich mache mir daraus ein Smoothie und trinke ihn schnell aus. Ich frag mich, was daraus wird. Auf Höchstgeschwindigkeit. Fertig.
Stop. Warte, Monika, du hast was vergessen. Na also, guten Appetit. Dieser Schirm ist keine wirkliche Hilfe. Das machst du schnell, bravo. Hier kommt das Feuer. Oh nein, der kleine Schirm brennt. Eine echte Feuershow, Monika, cool. Betty, du bist dran. Wieso musstest du das sagen, Emma? Komm schon, ich glaube an dich. Mach den Mund auf. Und noch eine Chili. Und noch eine. Und noch eine. Das reicht. Scheint, als hätte ich es ein bisschen übertrieben. Wie peinlich. Willst du mehr davon? Danke, Emma, ich bin satt. Den Rest kannst du haben. Uch, wie sauer. Ich kann nicht hinschauen. Mir wird ja schon vom Anblick schlecht. Betty, jetzt lach nicht. Fang an. Ich glaube, ich kriege einen Krampf. Das Lachen ist dir ja schnell vergangen. Monika, jetzt bist du dran. Mädels, schaut mal, da fliegt was. Ah nein, dort hinten. Wo ist es? Eingefallen. Das schmeiße ich schnell weg. Was war das? Limetten? What? Das war sauer. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Ich check's mal. Ich glaube, du hast da was verloren. Bitte sehr. Danke für den Aufwand. Danke, Susi. Ich will nicht mehr. Emma, ich will ja nichts sagen, aber du bist dran. Oh, der Saft ist viel zu sauer. Iss. Hier hast du noch Nachschlag. Betty, das hätte ich auch selber geschafft. Ich will auch mitmachen. Wegen euch habe ich mich in einen Zitronenbaum verwandelt. Steht dir? Schaut mal, das ist Kaugummi. Oh, gefällt mir. Wow! Schön. Hey, da ist noch was. Oh, die Größe gefällt mir noch mehr. Yes! Ich spüre, mich erwartet was Besonderes. Ich hatte recht. Was für ein riesiger Kaugummi. Dann lasst uns anfangen. Schmeckt nach Apfel. Gut. Monika, hörst du mich? Das ist ein guter Moment. Oh no! Das ist was Hartes. Oh nein, eine Spinne! Entdeckung! Wirf doch nicht nach mir! Hauptsache, ich bin in Sicherheit. Ich hoffe, der Kaugummi hebt mir die Laune. Oh ja, mir geht's gleich viel, viel besser. Emma, ich freue mich so für Betty. Das war lecker. Ich bin mir sicher, dass mein Kaugummi noch besser sein wird. Schaut mal, wie viel ich davon habe. Schmeckt nach Ananas. Lecker. Ja!
Mama, du platzt gleich. Mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung. Seid ihr bereit, eine riesige Blase zu sehen? Dann passt mal auf. Das war cool, nicht wahr? Ich kann damit wie mit einem Ball spielen. Ich kann nicht stoppen. Komm mir nicht zu nah. Sorry, ich bin nicht schuld. Was für ein nettes Puppet. Zu schade, dass du nur eins hast. Besser als gar nichts. What? Emma hat Pech gehabt. Oh, ich kann ihm nicht widerstehen. Ich möchte draufdrücken. Was ist das? Ah, Schokolade. Das heißt, ich kann das essen. Betty, gib uns was ab. Zu spät, ich habe alles aufgegessen. Der Teller gehört auch mir. Ich habe nichts Besseres von dir erwartet. Vielleicht gibt mir Monika was ab? Spinnst du? Scheint, als könnte man das nicht essen. Die waren echt. Oh, wie cool. Was hat sie vor? Wartet es ab, gleich seht ihr alles. Ein Zauberwürfel aus Poppets. Ist das nicht cool? Bravo. Ihr habt doch keine Ahnung. Ah, das ist wohl für mich. What? Hier kommt noch Nachschlag. Mehr, ich will mehr Poppets. Vielleicht kriege ich auch was ab. Ich wusste doch, dass ein Wunder passieren würde. Wow. Riecht gut. Das ist Fruchtgummi. Ich brauche den Würfel nicht mehr. Ich will was Süßes. Wartet, wartet, das ist meins. Finger weg. Ich gehe. Ja und? Hauptsache, uns ist was geblieben. Und das nehme ich mit. Was für eine Größe. Meiner ist größer. Pappelapap, habt ihr das gesehen? Qualität ist, was zählt, nicht die Menge. Ich bin mir sicher, mein Burger wird mir auch gefallen. Lecker Schmecker. Ich verschlinge ihn ganz. Oh, den Belag hätte ich ja fast verloren. Na, endlich bin ich dran. Mann, diese Burger sind voll schwer. Ich brauche einen Spieß. Beziehungsweise ein Schwert. Was auch immer ich finden konnte. Hey, piek's mich nicht. Ich habe was Besseres vor. Burger am Spieß. Gute Idee. Eindeutig. Das war's. Ich muss mich erstmal etwas aufwärmen. Das wird sicher nicht einfach. Was für ein tierischer Appetit. Das war erst der Anfang. Schau dir deinen Bauch an. Der ist ja voll weich. Also ich mag ihn. Ich frag mich, was sich unterm Deckel befindet. Oh, ein süßer Feuerlöscher. Den muss ich dringend kosten. Schmeckt der gut. Ich will mehr.
viel zu wenig. Ich will mehr. Mm. Ich glaube, ich verschlinge gleich meinen Arm. Wow. Und jetzt du, Emma. Wie du meinst. Oh, cool. Ich habe dasselbe. Ich hoffe, der schmeckt nicht weniger gut. Du sprühst doch am Mund vorbei. Du hast recht. Wobei, so mag ich's auch. Lass uns das gemeinsam machen. Mach den Mund auf. Mensch, bist du naiv. Die Schaumparty kann beginnen. Hä? Wo kommt der ganze Schaum her? Oh, keine Ahnung. Menno. Lass uns diesmal die Deckel zusammenheben. Wow, das sind ja Hot Dogs. Ich habe ein blaues Würstchen und du ein rotes. Wow. Die will ich schnellstens probieren. Wow. Und den Ketchup nicht vergessen. Je mehr, desto besser. Der perfekte Hot Dog. Den Ketchup esse ich auch noch. Lecker Schmecker. Okay, jetzt bin ich fertig. Also bin ich nun dran. Dem blauen Ketchup vertraue ich ja nicht wirklich. Aber okay, es lässt sich eh nichts tun. Sieht ungewöhnlich aus. In Wirklichkeit schmeckt das gut. Wie unerwartet. Emma, was ist mit dir? Ich bin total begeistert. Und ich bin total blau. Oh mein Gott. Spinne ich oder ist das ein Klo? Sieht nicht gerade appetitlich aus. Da ist was drin. Aber was nur? Aha, ich sehe schon, das ist Brause. Da tunke ich nun meinen Chupa Chups rein. Das knistert so toll auf der Zunge. Ich will mehr davon. Oh, ich habe ja noch einen zweiten Lutscher. Ich nehme gleich beide. Gefällt's dir? Oh ja. Oh Mann, kaum habe ich so richtig Appetit bekommen, ist alles alle. Dann schaue ich mal, was ich habe. Aha, aha, ein blaues Klo. Mary, wieso hast du abgespült? Da war doch Brause drin. Menno, jetzt ist leer. Na warte, das zahle ich dir noch heim. Mach dir mal Gedanken über dein fürchterliches Benehmen und ich esse so lange deine Brause. Das schmeckt ja tatsächlich gut. Ich kann nicht genug davon bekommen. Was für lange Dinger. Voll interessant. Da hast du Glück gehabt. Ich frag mich, wie die schmecken. Oh, der Hammer. Weißt du, Emma, die erinnern mich an Trommelstöcke. Na los, Mary, das machst du richtig toll. Bravo, fabelhaft. Ach, komm schon, darf doch nicht dein Ernst sein. Was erwartet dich denn? Okay, hab ich's doch gewusst. Blaue Süßigkeiten. Ja, ja. Ich bin mir sicher, die schmecken genauso gut wie meine. Oh, ich will mehr davon.
Was ist das? Emma, schau mal auf deinen Teller. Oh, meine Güte, eine Schlange. Ich glaube meinen Augen nicht. Das sind frische Erdbeeren. Hast du Schwein gehabt? Schau doch nur, wie reif die sind. Die riechen nach Sommer. Ich beneide dich. Ich habe eine Idee. Voila. Lust auf eine Erdbeermaske? So kann man sich entspannen und zur gleichen Zeit naschen. Yes, yes, yes. Klasse Idee. Ich hoffe, ich krieg auch Erdbeeren. Habe ich's doch gesagt. Ich mache mir daraus einen Erdbeercocktail. Gib mal den Mixer her. Thank you. Ab mit euch. Und jetzt Vollgas. Fertig. Gib's zu, sieht doch verlockend aus. Mir fehlen die Worte. Und nun probieren. Er schmeckt nach blauen Erdbeeren. So ungewöhnlich und erfrischend. Erfrischend also. Was hältst du von ein bisschen Würze? Mal sehen, was du dazu sagst. Wieso ist das auf einmal so scharf? Oh, Hilfe, mein Mund brennt. Ich habe nichts damit am Hut. Diesmal beginne ich. Blaue Rosen, die sehen märchenhaft aus. Und sie sind essbar. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Fast zu schade, die Dinger zu essen, aber mein Appetit ist viel zu stark. Darf ich auch mal probieren? Natürlich nicht. Na gut, mal sehen, was ich habe. Echte Rosen, sind die schön? Ich wünsche mir auch einen Strauß. Sorry, aber die gehören mir. Was machst du, Mary? Ich kümmere mich um meine Blumen. Das sieht man doch, oder? So, eine Blume nehme ich mir doch. Ich habe doch gesagt, Finger weg. Ist okay, ich habe es verstanden. Ich mache es auch nicht mehr. Na also. Süßes Gel. Meins ist rot. Muss wohl mit Kirschgeschmack sein. Probieren wir mal. Ich mag die Löffel. Mir gefallen die auch. Darin muss das Gel wohl noch besser schmecken. Und es sieht auch noch hübsch aus. Sorry, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Oh Mann, du hast schon wieder alles ruiniert. Nein, gar nicht. Ich hab's auch nur probiert. Und jetzt probiere ich meins. Den Löffel brauche ich übrigens gar nicht. Oder ich esse ihn am Ende. Ich habe eine bessere Idee. Du hast Lust auf mein Gel? Natürlich doch. Dann lass es dir schmecken. Mal sehen, ob du meine Zahnpasta mögen wirst. Wow. Emma, vielen Dank. Das ist ja widerlich.
Ich dachte, es könnte dir gefallen. Und jetzt gemeinsam. Wow! Kaubonbons. Wow! Genau. Ich will die als erste probieren. Schau mal, so viele. Und ein Gel gibt's auch noch dazu. Weg mit der Verpackung. Na also, dann mal los. Ich frag mich, wie das Gel schmeckt. Gefällt mir. Erinnert mich an etwas. Vielleicht an Kleber? Mal sehen, wie du das essen wirst. Genug Gelaber. Ran ans Zeug. Die perfekte Kombination. Ich mach weiter. Kleines, komm mal her. Das klebt. Sieht so aus. Aua, meine Stirn. Das ging daneben. Steckst du da dahinter? Hab ich's doch gewusst. Jetzt heul doch nicht. Das ruiniert mir den Appetit. Ich will meine Portion auch genießen. Rotes Gel mit roten Bonbons, dann mal los. Du wirst mir das noch büßen. Viel Spaß mit einem Radiergummi. Lecker Schmecker. Ich will mehr davon. Hier stimmt was nicht. Das ist gar kein Bonbon. Was du nicht sagst, Mary. Bist du gemein?